Zur statutengemäßen Vollversammlung lud kürzlich der Tourismusverband in Fohnsdorf. Viel Positives konnte berichtet werden und es wurde auch viel Lob und Anerkennung ausgesprochen. Aber auch das Fohnsdorfer Herz fand großen Anklang. Gute Stimmung herrschte kürzlich im Schloss Gabelhofen, als der Tourismusverband Fohnsdorf gemäß den Bestimmungen des steiermärkischen Tourismusgesetzes zur Vollversammlung mit Neuwahlen lud. Mit einem musikalischen Stelldichein einer Abordnung der Bergkapelle Fohnsdorf wurden zahlreiche Interessierte begrüßt und Vorsitzender Direktor Rudi Fussi durfte über die erfolgreichen Tätigkeiten des Tourismusverbandes Fohnsdorf informieren. Vorsitzender Direktor Fussi ist sichtlich stolz über den positiven Abschluss, doch ohne Fleiß kein Preis. Wir haben so tolle Betriebe, so tolle Wirtschaft hier in unserem Bereich, dass es, wenn man mitarbeiten darf und das eine oder andere auch einbringt, nur Spaß macht und Freude und es ist auch schön, wenn man das leben kann. Die einstige Bergbauregion mit Tradition hat sich zu einer Tourismusregion entwickelt. Fohnsdorf verfügt mittlerweile über 43 Beherbergungsstätten mit 724 Betten. Im Steiermark-Ranking gesehen liegt die Region mit einem Zuwachs von 5,7% an vorderer Stelle. Und was wäre Fohnsdorf ohne seine Therme? Geschäftsführerin Inge Amtmann, die seit 01.01.2019 im Amt ist, stellte die Einführung des elektronischen Meldesystems vor, welches für alle eine Erleichterung darstellen sollte. Zuerst war meine Verantwortung im Bürobereich, wo ich tätig war im Hintergrund, habe alles organisiert und jetzt bin ich bei den Veranstaltungen dabei, bei den Vorträgen, bei den Sitzungen. Ich habe jetzt seit dem 1. Jänner 2019 27 Veranstaltungen in meiner Geschäftsführertätigkeit besucht. Einiges vor im heurigen Jahr hat auch Rudi Fussi mit seinem Team. Es gibt sehr viele Ziele. Ich nehme nur zwei heraus. Es gibt einige Hotelumbauten bei uns. Familie Berschler erweitert einen Stadelbau. Es gibt ein tolles Event, das ist auch wieder ein wichtiger Teil, und zwar das Sommer Open Air, wo drei Gemeinden zusammen am 19. und 20. Juni dieses Jahres eine Großveranstaltung planen mit tollen Interpreten und natürlich auch weitere Hotelbauten und auch das Hotel Fohnsdorf, möchte ich nicht vergessen, die noch mehr der Tradition wieder frönt und ihre Zimmer dem Bergwerk ganz nahe bringt. Bürgermeister Gernot Lobnik überbrachte seine Grüße und präsentierte Zahlen, Daten und Fakten vom Jahr 2018, warf einen Blick auf ein ereignisreiches Jahr 2019 und bedankte sich bei Vorsitzenden Direktor Fussi und seinem Team für die geleistete Arbeit und für das kooperative Miteinander. Ja, wir sind sehr glücklich, dass die Zusammenarbeit so gut ist. Man sieht ja an den vielen Veranstaltungen und Teilnahmen, was eigentlich abgeht im Tourismus. Tourismus ist ein wichtiger Bestandteil in unseren Säulen der Gemeinde, also eine stützende Säule. Wir werden das natürlich dementsprechend unterstützen im Bereich Infrastruktur, auch mit vielen neuen Projekten, wo es natürlich noch zu früh ist, darüber zu berichten. Aber ich glaube, da werden wir sehr viel Freude haben in den nächsten Monaten und auch Jahren. Weitere Grüße überbrachte auch der Vorsitzende der Urlaubsregion Murtal-Murau, Kommerzialrat Karl Schmidhofer. Auch er sparte mit Dank und Anerkennung nicht. Na, Fohnsdorf ist für uns ganz, ganz wichtig in unserer Tourismusregion. Einerseits als Thermenstandort und andererseits auch das Angebot rund um Fohnsdorf, wenn wir nur an die Veranstaltung Tour de Mur denken, mit dem großen Platz bei der Arena vor dem Gigasport, wo wir sogar das Radlerfest gemeinsam feiern können und tausende Radler da Rast machen. Dann natürlich, wenn man an den Ring denkt, die Nähe, die Beherbergungsbetriebe, die in den letzten Jahren sehr viel investiert haben in Fohnsdorf, dadurch sind auch die Nächtigungen gestiegen. Und der Rudi Fussi, ein unermüdlicher Vorsitzender, der ja auch bei uns in der Region als Vorstandsmitglied mit tätig ist, ist einer, der sozusagen die Mannschaft gut motivieren kann in Fohnsdorf, die Vereine auf die Füße bringt. Carli Bert legt aus Gesundheitsgründen sein Amt zurück. Als Dank überreichte man ihm sein in Stein gemeißeltes Hauswappen. Ebenso geehrt und gedankt wurde Landtagsabgeordnetem Außerdienst Bürgermeister Hermann Hartleb für die gute Zusammenarbeit.
Als kleines Dankeschön fürs Kommen und als Symbol des starken Zusammenhalts hat Petra Egger vom Hofladen Vohnsdorf das Vohnsdorfer Herz kreiert und verschenkt, bevor der Tourismusverband mit einem herzlichen steirischen Glück auf zum Buffet lud.